Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir über das Okkulte im Nationalsozialismus. Wir werden uns mit der sogenannten Welteislehre beschäftigen. Eine Lehre, die für den NS-Staat und vor allem für die SS von einer besonderen Bedeutung war. Denn der Nationalsozialismus ist, anders als man heute denkt, natürlich nicht nur für Krieg und Völkermord bekannt, sondern die Nationalsozialisten waren auch bekennende Anhänger von Mythen und Legenden und immer auf der Suche nach dem Okkulten, das möglicherweise eigene Ansichten untermauern konnte. Und ein Beispiel dafür ist eben die sogenannte Welteislehre, die wir uns jetzt in den kommenden Minuten anschauen. Los geht's! Am 17. Mai 1936 ereignete sich in China in der Region Longxi ein ungewöhnlicher Vorfall von Hagel. Zeitungen der damaligen Zeit berichteten über 15 Kilo schwere Eisklötze, die vom Himmel gefallen wären. Ein Eisklotz soll sogar nahezu 60 Kilo gewogen haben. Man kann sich also vorstellen, verglichen mit dem, was wir heute so unter Hagel verstehen, ein sehr auffälliges und außergewöhnliches Wetterphänomen. Mit einer gewissen Verzögerung erreichte die Nachrichten über diesen außergewöhnlichen Vorfall, dieses außergewöhnliche Naturphänomen, natürlich auch Europa und natürlich auch den NS-Staat. Anfang Februar 1937 setzte SS-Untersturmführer Paul Burkhardt Heinrich Himmler, den Reichsführer SS, in Kenntnis über das, was in China passiert war, beziehungsweise über das, was er aus chinesischen Berichten gehört hatte. Nach den chinesischen Überlieferungen sei der Himmel an diesem Tag bewölkt gewesen und dennoch trotz dieser Bewölkung sei am Himmel, an der Stelle, wo der Hagel heruntergekommen sei, quasi ein viereckiges Stück Himmel sichtbar gewesen. Das bedeutet, man hatte im Grunde ein Loch im Himmel sozusagen nach dieser Überlieferung. Und SS-Chef Heinrich Himmler, der einen besonderen Zugang zum Okkulten hatte, zeigte sich erfreut und regelrecht begeistert über das, was er dort hörte, denn er sah darin die sogenannte Welteislehre bestätigt, eine naturwissenschaftliche These sozusagen, an die er glaubte und von deren Richtigkeit er überzeugt war. Daraufhin beschäftigte dieses Phänomen wochenlang die SS. Himmlers engster Stab war damit beschäftigt, immer mehr Kenntnisse einzuholen über dieses außergewöhnliche Naturphänomen in China. Man stellte sogar in Berlin einen Antrag beim chinesischen Botschafter, dass die chinesische Regierung sich doch bitte intensivst mit dieser Sache auseinandersetzen solle, denn der SS-Chef Himmler hätte ein persönliches Interesse daran. Begründer der sogenannten Welteislehre oder auch kurz WEL oder WEL genannt, war der österreichische Ingenieur Hans Hörbiger. Hörbiger war kein Nationalsozialist, sondern wurde bereits im Jahr 1860 geboren, also lange Zeit vor dem Nationalsozialismus, und war auch bereits verstorben, ehe die Nazis überhaupt an die Macht kamen. Dennoch sollten seine Thesen, Hörbigers Thesen, zu einem Spielfeld für vor allem den SS-Chef Heinrich Himmler werden. Denn Hörbiger, der selbst Erfahrungen mit Wärmetechnik und Wärmeforschung gesammelt hatte, sollte im ausgehenden 19. Jahrhundert zusammen mit dem Hobbyastronomen Philipp Faut die Welteislehre entwickeln. Damit es hier kein Missverständnis gibt, Hörbiger war alles andere als ein Spinner, sondern ein anerkannter Ingenieur. Das ändert allerdings nichts daran, dass er sich mit der sogenannten Welteislehre, wie wir sehen werden, ziemlich verrannt hat, da sie allen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen der damaligen Zeit und auch der heutigen Zeit widerspricht. Ohne dass Hörbiger das natürlich wissen konnte, bereitete er damit dem SS-Chef Heinrich Himmler eine neue Spielwiese für immer gewagtere Ideen, die der SS-Chef hatte. Und man muss sich bewusst machen, bei Heinrich Himmler handelte es sich nicht um irgendeinen wahnsinnig gewordenen Wissenschaftler, sondern de facto um den drittmächtigsten Mann im NS-Staat, der umfassende personelle und finanzielle Ressourcen zu seiner Verfügung hatte, um seine eigenen Forschungen, so abstrus sie auch immer sein mögen, zu verfolgen. Und dazu hatte Heinrich Himmler sogar eine eigene Forschungsgemeinschaft in gewisser Weise ins Leben gerufen, die bis heute als Organisation Ahnenerbe bekannt ist. Diese Organisation sollte in erster Linie die vermeintliche deutsche Geschichte im alten Germanentum untersuchen und eine direkte Linie der Deutschen zu den alten
Germanen herstellen, sprich vor allem die Geschichte neu schreiben. Doch es blieb nicht dabei, sondern die Organisation Ahnenerbe soll doch immer stärker naturwissenschaftliche Erkenntnisse in Frage stellen und damit eben in Bereiche vorstoßen, wo sich vorher niemand hingetraut hatte. Das Ganze war natürlich am Ende des Tages eine Pseudowissenschaft, doch genau das war eben Wissenschaft häufig im NS-Staat, denn es ging im NS-Staat vor allem darum, der politischen Führung zu gefallen und Ergebnisse zu produzieren, die die Herren an der Spitze wollten. Von daher verwundert es nicht, dass die Organisation Ahnenerbe bis 1945 sich mit der Welteislehre beschäftigte, in den Kriegsjahren natürlich ein wenig eingeschränkt, und dennoch sollte man bis 1945 keine tragfähigen Ergebnisse bekommen, was auch einfach damit zusammenhing, und das ist eben wichtig zu wissen, dass sich außerhalb der NS-Forschung kein Wissenschaftler, zumindest kein seriöser, jemals wirklich intensiv mit der Welteislehre auseinandergesetzt hätte, da diese Lehre im Grunde bis heute verworfen wird als eine Art Pseudowissenschaft. Das Hauptwerk Hörbigers wurde bereits im Jahr 1913 publiziert unter dem Namen Glacialkosmogonie und ist im Grunde eben die Welteislehre bzw. die Zusammenfassung der These, die dem Ganzen zugrunde liegt. Die Schrift erhebt den Anspruch einer naturwissenschaftlichen Arbeit, erweckt allerdings eher den Eindruck eines philosophischen Machwerks, was schwer zu lesen ist und noch schwerer zu verstehen ist. Nicht umsonst wurde in der wissenschaftlichen Community der Vor-NS-Zeit diese Schrift im Grunde zerrissen. Man sah darin im Grunde eigentlich eher eine Art Mythos als tatsächlich eine wissenschaftliche Forschungsarbeit. Doch was vor 1933 als Pseudowissenschaft und abstrus galt, erlebte nach 1933 ein Comeback. Denn die Nationalsozialisten hatten für wirre Gedanken, die man an die eigene wirre Gedankenwelt anpassen konnte, wesentlich mehr Verwendung als für seriöse Wissenschaft. Vorweg sei gesagt, dass die Welteislehre kaum zu verstehen ist. Das hängt weniger mit den kognitiven Fähigkeiten desjenigen zusammen, der diese Lehre liest, sondern vielmehr, dass die Schrift, die diese Lehre ausbreitet, keiner festen Struktur und Gliederung folgt. Die Schrift entstammt der Gedankenwelt eines Autors, dessen Gedanken man im Nachhinein nicht mehr wirklich nachvollziehen kann, und deshalb ist es durchaus schwierig, sich daraus einen gewissen Reim zu machen, wie der Autor überhaupt auf diese Ideen gekommen ist. Dennoch werde ich natürlich hier versuchen, in einigen wenigen Worten diese Lehre zusammenzufassen bzw. die Kernpunkte dieser Lehre einigermaßen verständlich darzustellen. Die Basis der These Hörbigers ist im Grunde die, dass am Anfang der Entstehung unseres Sonnensystems ein gigantischer Stern existiert habe, der über die millionenfache Masse unserer heutigen Sonne verfügt habe. Also ein riesiges Heißgestirn sozusagen. In dieses Heißgestirn wiederum sei ein riesiger kalter Planet, also ein Kaltgestirn, eingedrungen. Dieses Kaltgestirn, dieser riesige Planet, der nun in diese riesige Sonne eingedrungen ist, habe bei dem Versuch, in die Sonne einzudringen, als Schutzmechanismus sozusagen eine Schlackeschicht um sich gebildet, um nicht sofort beim Kontakt zu verdampfen. So habe dieser Planet eine gewisse Zeit innerhalb dieser Sonne überlebt, sei aber schlussendlich explodiert durch einen Überdruck, wie auch immer der zustande gekommen ist, und daraufhin seien die Bruchstücke dieses Planeten in das All hinausgeschleudert worden. Aus diesen Bruchstücken schlussendlich habe sich das Sonnensystem, das wir heute kennen, unser Sonnensystem entwickelt, mit den unterschiedlichen Planeten, den Monden und so weiter. In unserem Sonnensystem wiederum bewegten sich gemäß der Welteislehre verschiedene kleine Eisteilchen, die Hörbiger selbst als Äther bezeichnete. Und dieser Äther, der nun im Raum ist, würde dafür sorgen, dass Planeten und ihren Umlaufbahnen sozusagen ausgebremst würden. Das hätte dafür gesorgt, dass die großen Planeten die kleineren Planeten sozusagen einfangen würden. Und dadurch würden die kleineren Planeten automatisch zu Monden der größeren Planeten. Diese Monde würden sich dem größeren Planeten immer weiter annähern, schlussendlich unter ihrem Gewicht zerbrechen und dann auf den jeweiligen Planeten herabstürzen und dementsprechend dann größere Katastrophen eben auf dem jeweiligen Planeten auslösen. Das gleiche Schicksal habe auch die Erde erlitten, denn tatsächlich sei der Mond, den wir heute am Himmel sehen, gar nicht der erste Mond der Erde, sondern es hätte schon viele, viele Monde gegeben, die immer wieder auf die Erde gekracht wären und dadurch Naturkatastrophen ausgelöst hätten. Eine davon sei die biblische Sintflut gewesen, ein anderer Mond wiederum sei für den Untergang des sagenumwobenen Reiches Atlantis verantwortlich.
Doch nicht nur die Monde hätten eine relativ begrenzte Lebensdauer, sondern auch die Planeten unseres Sonnensystems selbst. Denn die Planeten würden sich immer weiter der Sonne annähern. Und dadurch, dass die Planeten aus Eis seien in ihrer Mehrheit, würden sie natürlich beim Kontakt mit der Sonne regelmäßig dann verdampfen und verschwinden. Das bedeutet, die Welteislehre ging davon aus, dass nicht nur unsere heutigen Planeten, die wir so kennen, in unserem Sonnensystem waren, sondern tatsächlich hätte es ursprünglich über 30 Planeten in unserem Sonnensystem gegeben, die mit der Zeit eben verdampft seien. Und die Planeten, die wir heute sehen, das seien im Grunde die übrig gebliebenen, die aber das gleiche Schicksal irgendwann teilen würden. Je nachdem, um welchen Planeten es sich dabei handelt in unserem Sonnensystem, habe dieser Planet eine unterschiedlich starke Eisschicht. Hörbiger unterschied im Grunde zwischen Planeten mit einer kilometerdicken Eisschicht, die den ganzen Planeten umfasse, andere Planeten wiederum hätten eine relativ dünne Eisschicht und so weiter. Die Erde schlussendlich sei allerdings eine Ausnahme, denn sie wäre weder durch eine dicke noch durch eine dünne Eisschicht ummantelt, sondern die Erde sei eine Besonderheit aufgrund ihrer Atmosphäre. Doch selbst unser Mond, den wir heute kennen, sei im Grunde ein riesiger Eisblock, der um die Erde kreise. Was hat diese Lehre nun mit dem anfänglich beschriebenen Phänomen des Hagels in China zu tun? Die Tatsache, dass dieser Hagel quasi an einem bewölkten Himmel ein riesiges Loch in den Himmel gerissen habe, bestätigte aus der Sicht der SS und Heinrich Himmlers die Richtigkeit der Welteislehre. Denn Hörbiger war davon ausgegangen, dass Eisklumpen des Mondes sozusagen durch die Atmosphäre dringen würden und dann auf den Planeten aufschlagen würden, also im Grunde ein Mond im Zerfall sei. Und Himmler sah durch dieses eine Wetterphänomen offenbar die Welteislehre bestätigt. Wie er jetzt im Einzelnen darauf kam und warum er keine alternativen Erklärungen in Betracht zog, kann man natürlich nur schwer beantworten. Doch man muss sich eben klar machen, dass die Nationalsozialisten zum Okkulten, also auch vor allem zu den Dingen, die andere regelrecht ablehnten, eine besondere Anziehung verspürten. Denn das war etwas Neues und man verstand sich ja ohnehin als etwas Neues, als eine Neuheit, als eine eigene Ideologie, als ein eigenes System, was eben sich von anderen Systemen unterscheiden würde. Und warum sollte man nicht auch die Wissenschaft in gewisser Weise neu erfinden, um damit mit alten Gesetzmäßigkeiten zu brechen? Denn das tat der Nationalsozialismus im Grunde überall, bis hin zum Massenmord, der eben auch in dieser Form so noch nie dagewesen war. Wie gesagt, war SS-Chef Heinrich Himmler ein bekennender Befürworter der Welteislehre. Adolf Hitler war jetzt kein so glühender Anhänger dieser Lehre wie Heinrich Himmler, allerdings war auch er durchaus von dieser Lehre beeindruckt. Und das stellte die Forscher in der NS-Zeit, auch diejenigen, die es wirklich noch ernst mit ihrer Forschung meinten, vor ein riesiges Problem. Denn man hatte jetzt im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder man versuchte, seriöse Forschungsarbeit zu leisten, das konnte einen aber dann durchaus in Konflikt vor allem mit der SS bringen, die ja an diesem Okkulten hing, oder man ließ sich eben auf das Okkulte ein, beruhigte damit letztlich die SS, bekam damit entsprechende Fördergelder und so weiter, musste dafür aber im Grunde dann die Jacke der seriösen Wissenschaft an den Nagel hängen. Tatsächlich sahen auch nicht wenige NS-Politiker, dass es hier tatsächlich zu einem Gewissenskonflikt kommen konnte im Hinblick auf wissenschaftliche Forschung. Denn der NS-Chefideologe persönlich, Alfred Rosenberg, betonte 1937 sogar, dass die Welteislehre keine dogmatische Antwort des NS-Regimes nach sich ziehen könnte. Sprich, Rosenberg war der Meinung, das ist ein naturwissenschaftliches Phänomen und jeder Forscher hätte die Freiheit, diesem Phänomen nachzugehen, es abzulehnen oder es zu befürworten. Das könnte nicht mit einer dogmatischen Antwort des NS-Systems zusammenhängen. Hinzu kam, dass natürlich auch die Welteislehre für den eigentlichen Kern der NS-Lehre ja überhaupt keine große Relevanz hatte und daher sah Rosenberg das so, dass das im Grunde eine wissenschaftliche Freiheit wäre, darüber zu urteilen. Doch damit stand Rosenberg relativ allein, denn innerhalb der SS hatte man natürlich ganz andere Interessen, nämlich diese Welteislehre weiter zu verfolgen. Und jeder, der bereit war, daran mitzuarbeiten, konnte natürlich mit entsprechender Förderung rechnen, wohingegen alle Gegner der Welteislehre relativ schnell von Heinrich Himmler ausgesiebt wurden, bis hin zum Ausschluss aus der SS. Während des Krieges ging das allgemeine Interesse an der Welteislehre natürlich zurück, weil jetzt andere Dinge wichtiger waren, doch Heinrich Himmler hielt durch den Krieg hindurch bis 1945 an dieser Lehre fest. Und ursprünglich war die Idee gewesen, dass die Forschungen zur Welteislehre dann nach dem Sieg dann wieder beschleunigt werden sollte. Doch tatsächlich sollte es dazu aus naheliegenden Gründen nicht kommen und damit endete dieses Forschungsprojekt genauso wie das NS-System insgesamt.
So viel erstmal bis dahin in diesem Mini-Überblick und zugegebenermaßen schwer verständlichen Überblick zur Welteislehre, einem Griff nach dem Okkulten für den NS-Staat. Dabei war die Welteislehre, wie gesagt, nur ein Teil des Okkulten und ein Teil von Pseudowissenschaft, für die sich das NS-Regime begeisterte. Ich fasse zusammen. 1936 gab es in China einen Zwischenfall, der mit einem seltenen Naturphänomen zusammenhing, denn tatsächlich fielen massive Hagelkörner in gewisser Weise vom Himmel, die man gar nicht mehr als Körner bezeichnen kann, sondern regelrechte Eisklötze nach der Überlieferung waren vom Himmel gefallen, teilweise bis zu 60 Kilo schwer. Dabei konnte man in gewisser Weise an einem bewölkten Himmel ein Loch im Himmel beobachten und Heinrich Himmler, der SS-Chef, der jetzt in Deutschland davon benachrichtigt wurde, hatte nun den Eindruck, dass die alte Welteislehre, die bereits seit 1913 im Gespräch war, nun bestätigt sei. Die Welteislehre, die von dem österreichischen Ingenieur Hans Hörbiger entwickelt wurde, war im Grunde nie von großer Relevanz für die seriöse Wissenschaft gewesen, denn sie stellte im Grunde alle wissenschaftlichen Erkenntnisse in Frage und wurde daher abgelehnt und wird auch bis heute abgelehnt. Tatsächlich basierte die Lehre Hörbigers auf der Idee, dass im Grunde mit Ausnahme der Sonne alle Körper im Weltraum im Grunde irgendwie Eis seien oder mit Eis umzogen seien. Und durch diese These des Eises und wie Eis reagiert, hatte Hörbiger im Grunde eine eigene Lehre aufgebaut über die Entstehung des Sonnensystems und andere Dinge, die natürlich, wie gesagt, die etablierte Wissenschaft in Frage stellten. Für Heinrich Himmler war diese Idee eine Spielwiese, denn die SS, vor allem im NS-Staat, war immer daran interessiert, neue Dinge auszuprobieren, Zugänge zu finden dazu, wie man die Geschichte, die Wissenschaft insgesamt aus deutscher Sicht neu erfinden könnte und mit alten Regeln und Gesetzmäßigkeiten zu brechen. Insofern war das für Himmler im Grunde eine Einladung auf dem Silbertablett. Hörbiger selbst war natürlich kein Nationalsozialist, sondern wurde bereits wesentlich früher geboren und er starb auch bereits 1931, also bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Dadurch konnte er nie mehr wirklich Stellung beziehen zu dem, was der NS-Staat aus seiner Lehre machen wollte. Doch die Organisation Ahnenerbe, eine Organisation innerhalb des NS-Staates, die sich mit wissenschaftlicher Forschung beschäftigte, machte nun aus dieser Lehre im Grunde das, was die SS wollte. Denn der NS-Staat stand ohnehin nicht mehr für seriöse Wissenschaft, sondern alles wurde in irgendeiner Form in Frage gestellt und die Forschung wurde so ausgelegt, dass am Ende das Ergebnis rauskam, was Hitler, Himmler und wie sie alle hießen, in den Kram passte. Man hatte sich also von seriöser Forschung weitestgehend verabschiedet. Für den weiteren Verlauf des NS-Regimes und für den Zweiten Weltkrieg selbst hatte diese Welteislehre natürlich keine Bewandtnis. Heinrich Himmler hatte zwar vor, die Forschung nach 1945 zu intensivieren, doch dazu sollte es natürlich nicht kommen, denn das NS-Regime verlor den Krieg. Damit ging der NS-Staat unter und es begann ein neues Kapitel in der deutschen Geschichte, wo für die Welteislehre kein Platz mehr war. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Teilt und empfehlt das Video weiter. Hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal. Bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!